Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Pixedo. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arkragnaros. Linke Seite steht diesmal Piano und rechte Seite steht, wow, sexy, bla. Sehr sexy. Oh, evil. Ja. Ja, wir holen heute ein paar Artefakte, die wir schon holen können. Jo. Wir sind gerade an der Position. Schieß mich tot, kann ich auf Karte nicht mehr sagen. 47 und 2 irgendwas, also von oben nach unten 47, von links nach rechts 2 bis 3 ungefähr. 47. Jetzt markiere ich mir gerade mal 47 und da 2. Guck mal, wie langsam man kriecht mit den Flossen. Was eigentlich so der Schwachsinn ist, aber ja, gut, arg halt, ne? Wo ist denn das bitte Schwachsinn? Mhm. Siehst du das, wie meine Füße rausgucken? Okay. Nee, vor allem wie die sich, ja, wir gucken raus und wie sich die verbiegen, gell? Ja. Okay, sind wir bereit? Sind wir los, oder? Ja, springen wir runter. Am besten alle gleichzeitig, dass wenn wir sterben, sterben wir alle. Gut. Das klingt doch nach einem Plan. Na toll, und ich sehe gar nichts, ey. Ich glaube, das ist überhaupt gar kein Plan, dass ich ohne Flossen runterschwimme. Fast nichts. Ist da gerade. Hä, ist aber gerade kein. Ist doch gerade gar kein Nebel. Einfach nur runter? Ja gut, hier sind halt irgendwo müssen am Rand, an den Felsen, sind so Schiffswracks. Das sind so Zeichen. Wenn du die siehst, dann sind wir richtig. Da ich glaube ich sehe. Nee, das war ein Stein. Und wenn also du Moser siehst, dann bist du falsch. Ich sehe Felsen und. Ich sehe gar nicht, ob ich jetzt runterschwimme oder nicht, ey. Was sehe ich da? Ich sehe Wracks, ja. Und in den Wracks ist das oder was? Nee, ganz unten am Boden. Ich sehe es auch. Boah, das sieht voll cool aus. Das hier sind diese glühenden Algen. Ja, du siehst mich? Ja, ich sehe dich, aber ich komme halt sehr langsam runter ohne Flossen halt, ne? Ich komme mit Flossen schon sehr langsam runter. Ah, da ist ein Dankliostius, okay. Können wir in den Wracks, ist irgendwas drin? Ja, keine Ahnung, können wir mal gucken. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich nicht weiter runterkomme. Oh, das sind Aale. Das sind Aale. Achtung. Ja, sorry, ich pack wieder ein. Nee, das sind echt Aale. Also, Vorsicht. Ach du Scheiße. Ich hab Artefakt. Ach du Scheiße, und ich hab nichts zum Wehren dabei. Okay, jetzt sehe ich auch. Da hinten sind auch nochmal Aale. Ich hab's schon mal einmal geholt, ne? YOLO. Ich sehe nicht ein Aal. Ja, ich sehe sie schon. Das war auch nicht okay. Das ist der Betrieb, kann das sein? Ja. Ja, ich merk's. Das ist am Grund, ja. Kommt der jetzt zu dir? Nö. Was ist leuchtend da? Weil ohne Flossen ist man echt langsam, ey. Oh, hier sind Perlen. Oder was ist das? Ja klar, das spawnt sofort neu. Oder auch nicht. Du hast es kaputt gemacht. Oh, da ist ein Anglerfisch. Achtung, Angler. Aua! Ja, toll, was bringst du hier wieder mit? Da kommt noch einer zu mir. Aber die sind aber langsam. Oh fuck, die kommen zur Shadow. Aua, aua, aua! Kann ich mit dem Fernglas draufhauen? Ey, die töten mich. Fuck, ich hab gleich kein, Ich glaube, das war keine ich gute Idee. Stamina mehr. Nein, die habe ich noch ein bisschen. Stamina regenerieren? Ich weiß nicht. Wo soll das Artefakt denn hier sein? Das ist ganz unten, muss man warten, das ist noch nicht wieder da. Okay. Hier ist doch ein Dings, geht doch in das Riff rein. Und dann? Dann kannst du dich verstecken. Ja, aber Stamina tanken. Ach so, ja, stimmt. Deswegen habe ich nur W gedrückt und nichts anderes. Ich glaube, wenn du am Grund bist, dann. Hier sind sogar schwarze Perlen. Boah, wie viele vor allem? 60 Stück schon. Ja, ich regeneriere Stamina. Aber ganz langsam, glaube ich. Ja, ganz echt? Langsam. Okay. Guck mal, links von dir sind schwarze Perlen. Sag mal, welche einen da. Oh ja, stimmt. Ich kann schon nichts mehr nehmen.
Hast du es schon, Shadow? Nee, ich such grad, ich sehe bloß hier gerade null. Das Artefakt ist da hinten. Hier, wo ich bin, spawnt das dann. Okay. Weil ohne Flossen bin ich extrem lahmarschig. Problem wird sein mit dem Auftauchen dann. Mhm. Dann musst du irgendwo oben auf dem Stein, weil wenn du dich nicht bewegst, sondern einfach auf dem Grund bist, dann regenerierst du Stamina aber halt extrem langsam. Ja. Aber ich regeneriere jetzt auch gar kein Stamina mehr. Komm mal hier rein. Ja, jetzt habe ich kein Stamina mehr. Ich habe wieder voll. Also ich regeneriere. Aber warum dauert das Artefakt jetzt so lange? Das ist aber öfter so, dass es beim ersten Mal schneller kommt und beim zweiten Mal dauert es länger. Na, es war sofort wieder da. Oder weil es halt bis jetzt noch niemand geholt hat und wir dann die Ersten waren. Nächstes Mal sollten wir mit den Hai mitnehmen. Oder zumindest irgendein Dino, der halt zumindest viel Luft hat, mit dem man runtertauchen kann. Killer Coleo zum Beispiel. Irgendwas. Meinst du, dass der so lange Luft anhalten kann? Ja. Der kann lang. Also generell glaube ich jedes Tier. Oder noch besser, so, Baryonyx. Stamina. Baryonyx wäre gut gewesen. Der kann unter Wasser atmen, oder? Der kann, genau, der braucht nämlich keine Luft. Also ich habe jetzt gleich Hälfte Stamina. Was essen? Nee, essen kann ich auch nicht, ne? Mhm. Wäre jetzt cool, wenn hier unten eine Bank wäre, dann könntest du mich hinsetzen. Siehst du Bäume? Hier müssen meinst auch Kisten. Hier müssen auch Kisten sein. Meinst du? Ja. Würde ich jetzt abwarten. Ich würde jetzt hochgehen, ich würde es wieder hochtauchen einfach. Ja, okay, also warten halt, bis das Artefakt nochmal da ist und dann hochtauchen. Ich guck mal oben in dem Riff. Extrem lange, du. Stamina? Oder das nee, das Artefakt. Also oben in dem Ding ist nichts. Aber was ist das? Noch eins. Das ist auf jeden Fall Artefakt of the Devourer. Ja, das ist Fressers. Das, was man auf Island in der Karnohöhle findet. Oh, jetzt habe ich zu viele schwarze Perlen. Ich muss mal zu euch runterkommen. Warst du wieder gierig? Weil ich sehe auch schon das nächste Problem. Mein Essen wird relativ schnell wenig. Also ich habe zwar noch genug und massig, aber wenn wir jetzt hier noch eine Weile bleiben, dann... Ja, ich habe nur noch Hälfte Leben und die Anglerfische und so. Wenn das mal wieder spawnen würde. Gut, der eine ist... Hast du noch Platz? Ne? Ich hab noch Platz, ich hab noch gar nichts. Okay, dann komm mal hier rüber. War das gerade ein Moser? Ach komm, hör da auf. Mach doch keinen Scheiß jetzt. Hallo, spawnt das nochmal wieder? Das hat keinen Bock mehr. Wie viel habt ihr jetzt schon zwei oder was? Zwei Stück haben wir erst. Ja, dann lass uns nach oben. Sicher? Ja, lass uns nach oben. Das bringt ja nichts, hier jetzt noch 3 Stunden zu warten, bis wir das nicht bekommen. Müssen wir ja nur Leertaste gedrückt halten. Vielen Dank, Leos, das ist okay. Ziemlich weit oben für den Moser, ne? Ja, so weit oben ist der nicht. Ja, doch. Aber krass, dass hier sonst nichts ist, gell? Kein Moser, kein. Meint die Aale, okay. Jetzt weiß ich nicht, was. Jetzt hör doch auf, sowas zu sagen. Warum? Du bist immer so und dann kommt hier jeder Kack an. Warum? Gleich haben wir hier irgendwie so einen Alpha-Tintenfisch am Hals. Alpha-Moser. Nee, so ein Tintenfisch. Weißt du, was auch geil wäre, wenn man jetzt hier eine Boje setzen könnte? Wisst ihr was? Ihr blinkt bei mir.
Oder, oh, ist so geil, von Aberration diese Zipline, wo du dich da nach unten, nach oben ziehen lassen kannst. Wieso blinken wir bei dir? Bei mir blinkt die ja mit den Füßen irgendwie. Echt? Ja. Wir haben Leuchtelektroden dann. Also Shadow, wenn du willst, kann ich dir nochmal meine Ding geben, meine Flossen, dann kannst du nochmal runter. Ja, kann ich machen. Erstmal muss ich hochkommen wieder. Das ist gar nicht so einfach ohne Flossen. Ich drop mal eben kurz die Flossen runter und du fängst sie auf, ja? Ja, genau. Und die Haare wehen im Wind, im Wind. Oh, jetzt kann ich es essen. Und ich werde dich regenerieren. Ich bin noch am Schwimmen. Seh ich nicht. Ich sehe das Boot aber schon. Ja, Hauptsache nicht ins Licht gehen. Und nicht zu viel Wasser schlucken. Wieso, hast du reingepischt? Naja, ne? Der Anglerfisch hat mir schon ganz schön Angst gemacht. Hast du reingepischt? Dann wäre es ja blau. Dann wird es ja blau. Nee, gelb. Nee, blau. Es gibt auch Freibilder, wo es rot wird. Echt? Ja. Also blau kenne ich. Hallo. Guck mal an, da ist jemand. Wer scheißt denn hier schon wieder hin? Ich glaube, das war Pla. Nee, Perno. Ja, soll ich nochmal runtergehen oder was? Pass auf, hier ist alles Zeug drin, was du brauchst. Ja, ich brauche ja nur Flossen. Nimm mal noch die Taucherhose, weil ich glaube, mit der regeneriert du was. Es geht schon. Und nochmal runter zu. Also geradeaus runter, ja? Ja, so ein bisschen glaube ich noch seitlich, aber ja. Du wirst es dann schon sehen. Irgendwie fühle ich, dass ich gar nicht runterschwimme. Ja, das kommt dir so langsam vor, du bist aber schnell. Also die anderen Artefakte sind auf jeden Fall einfacher. Viel einfacher. Okay, ich sehe das Wrack schon. Was hab ich? Hast du deinen Drachen bei Shadow stehen? Nee, ich bin einfach so zu Fuß gekommen. Achso. Er ist doof. Wieso? Weil wir müssen ja zu den anderen Artefakten auch noch irgendwie hin. Mit dem Drachen? Ja, oder Greif, der wäre am schnellsten. Naja, willst du mich grabben? Können wir machen, ja. Können wir ja kurz nach Hause. Tja. Siehst du, wir haben... Also hier ist es immer noch nicht. Wir haben ja was Neues auf dem Server. Du. Dann... Das ist ja. kein Artefakt da. Ja, ich sehe es von hier oben auch nicht, ja. Ja, ich sehe nur haufenweise Aale. Ja, dann kommen wir da hoch. Ja, das mache ich ja schon. Ich aber nicht. Ja, das ist schlecht. Was wollte ich gerade sagen? Wir haben was Neues auf dem Server. Wir haben was Neues auf dem Server. Eine neue Mod. Und zwar die Awesome Teleporters. Ja, das ist halt so ein Teleporter-Pad, wo man sich draufstellt und dann zu einem anderen fliegt. Gebeamt wird. Hier ist irgendwas Großes. Das ist, glaube ich, ein Anglios, das ist, was du meinst. Okay. Der ist nicht so gefährlich eigentlich. Naja. Nur wenn du zu nah ankommst. Und dann ist er gefährlich, dann ist er richtig gefährlich. Oh, ich verdurste hier gleich. Pla? Wir sind gerade in der Aufnahme, sorry. Gleich vorbereitet. Für gestern haben wir es noch gesagt. Ja. Wie weit noch, Shadow? User was moved out of your channel. You were moved. Ach, guck mal, da ist er. War jetzt kein Star? Nee, es war kein Star. Willst du jetzt nochmal runtergehen? Ich box dich runter. Okay, dann war es das diese Art. Sorry, das ist natürlich doof, weil eigentlich jetzt muss ich gerade für ihn noch übrig lassen müssen. Ist egal.
Das ist so wurscht. Das nächste, okay. Gut, dann Nein, so lange Finger. Hätte ich gerade gesagt, sonst machen wir es einfacher. Ich fliege mit dem Bulkit schneller. Egal. Gut. Du hast es ja, wir haben es ja jetzt gesehen in der, oder ihr habt es ja gesehen in der Bench. Wir haben es zweimal da drin. Ja, kann ich gleich nochmal zeigen. So, dann sehen wir rein. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt zum nächsten. Für uns dauert es jetzt keine Ahnung, wie lange bis wir da sind. Für euch ist es nur ein Fingerschnips. Genau. Bis gleich. Ciao. Und da sind wir wieder. Wir sind jetzt bald Karte. Lade du Scheißkarte. Warte. Ich stelle muss den Tipp hin. Ja, können wir jetzt mal sehen, bitte. Bei 243, ja, 40 ungefähr, in den komischen runden Dingen hier. Und da, Canyon. Ja, in den Canyon halt. Und dann da unten ist ein Artefakt, ich gehe jetzt mal. Ich gehe mal tauchen durch. Juhu! Ui. Und Kristall, sehr viel Kristall ist hier auch übrigens. Wow, wie schnell bin ich jetzt auf einmal? Krass, ne? Voll die Ungewöhnung. Und da haben wir das Artefakt auf den Hinterhalt liegen. Da geht wer aus? Ich hab Kristalle. Ja, vielleicht spawnt es der gleich wieder neu. Na, ich hab's gerade eben das zweite Mal schon eingesammelt. Vielleicht geht das ja jetzt schneller als wie das andere. So, erstmal Schuhe wieder aus. So. Können wir noch mehr Kristalle mitnehmen? Achso, okay. Ja. Nein, können wir nicht. Piano geht leer aus. Ne, wir sind noch welche. Schnell wegmachen. Da. Das nächste. Achso, es war trotzdem zweimal da, aber jetzt nicht mehr, gell? Mhm. Also ich hab's jetzt auch nochmal. Okay, gut. So, das nächste wäre? Das nächste wäre Skylord. Da muss man nämlich auch tauchen, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns da gleich wieder. Bis gleich. Ja, bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Und jetzt sind wir bei Platin-GPS beide, kann das sagen. Das ist einfach. Nee, das habe ich eben auf dem Boot gelassen. Achso. Okay. Aber warte, ich kann sagen, ungefähr. Wir sind bei 27,6 bis 28,9. Also von oben nach unten 27,6 und von links nach rechts 28,9. Auf der Karte ist es vielleicht ein bisschen anders angezeigt, aber ja, okay. Das ist halt diese Positionsmarke ist halt scheiße einfach. Okay, ja, okay. Blöd. Also wir müssen jetzt hier runter, oder wie? Genau, aber ich würde empfehlen, also man kann es eventuell ohne Scuba, ich würde aber mit Scuba, weil. Bauchklatscher! Arschbombe! Und es sollten ja eigentlich keine Dinos kommen. Ja, ich seh bloß gerade gar nichts. Weil das ist so dunkel wie jetzt. Ja doch? Ja, ich bin hier. Bin bei Ferno. So, hier unten rein. Dann kannst du links oder rechts, ist scheißegal, weil du musst nämlich eigentlich nur hier runter. Dann hier den Gang durch. Dann hörst du es auch schon. Ach guck. Geil sieht das aus, ne? Ja. Himmelsfern, genau. Verdammt! Und ich hab mir Errungenschaft gemacht, ja. Yeah. Errungenschaft. So, jetzt können wir mal gucken, ob hier unten noch irgendwas zu finden ist, aber... Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Man sieht ja... Man sieht überhaupt nichts hier. Ah, Penno hat mir im Wasser geschissen. Ja, sorry. Das ist so trübe, ja? Wo ist denn hier der Ausgang? Ich krieg Panik. Klaustrophobie. Ein primitives Schwert und 7 Feuersteine. Ich kann dir dein Schwert wiedergeben. Oh, hier sind auch noch Ruinen. Warte, hier sind auch noch Ruinen. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Oh, hier ist eine Kiste. Ja, hau drauf. Hier ist ein toter Raptor. Ich habe auch 6 Flint und eine primitive Metall-Hatchet, also Axt bekommen. Da ist auch noch mal. Da ist noch eine Kiste. 8 Speer, wow. Oh. 8 Speere? Ja, die schmeiß ich aber weg. Die sind nämlich einfach nur zu schwer. Ja.
Okay, gut, dann auf zum nächsten, würde ich sagen. Jo, bis gleich. Ich mach grad an. Das sind wir wieder. Wir sind jetzt hier an dem blauen. Wo ist denn das? Die kaputte Brücke. Und ja, ich hab jetzt wieder ein Start. Also, es ist jetzt nicht unweit von der Position, wo wir gerade eben waren. Wir sind einfach nur ein bisschen hierher geflogen. Da brauchen wir sogar nicht mal unbedingt Koordinaten sagen, können wir aber auch gleich auf der Karte zeigen. Vom blauen Obelisken hier gibt es so eine kaputte Brücke, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Da müsst ihr hier dem Fluss folgen, Richtung Wasserfall. Und dann gibt es hier, wo der Argentavis jetzt fliegt, geht es hier runter. Und da liegt ein Megalosaurus und schläft. Level? Geh mal weg, Perno. Wieso? Warte. Mach ihn tot. Level 50. Mach ihn tot. Weg. So. Okay, und hier geht es dann nämlich so einen kleinen Weg runter. Und das, hier gibt es dann was richtig Gemeines, ja. Die sehen ja geil aus. Ja, so. Sollen wir die mal auf neutral setzen vielleicht hier, weil hier sind Argentavisse. Ah, was? Wie die Drachen, ne? Guck mal, die Äffchen, die sehen voll cool aus. Was kenn ich schon? Genau. Hier gibt's was ganz Gemeines, du weißt es schon? Sag ja, schon? Ja. Okay. Muss ich deine hier wegkloppen. Wenn du die Steine hier wegklopfst, dann ist das dahinter. Das ist ja assi. Ja, gell? Autsch. Entschuldigung. Gut, wir sollten eventuell nicht alle da drauf schlagen. Jetzt muss man vielleicht kurz warten, bis die Steine weg sind. Warte mal kurz bitte. Sonst sieht man es halt nicht wirklich, oder? Ja, ich muss warten, bis die Steine weg sind. Sehe ich nicht. Dann noch weiter? Geht's da um die Ecke? Steine, wo ich bin. Oh, danke. So. Genau, hier ist das. Genau. Drin, ja. Artifact of the Storm. Weit. Kann man dann weiterlaufen? Ja. Ja, aber hier ist nichts. Kannst aber vielleicht noch mal was verstecken. Könnt ja hier ein Bett hinbauen. Ja. Oder einen Schrank. Und ein wenn man da bauen kann. Oh, das sieht ja voll cool aus hier. Gut, aber. Naja. Achso, zeig vielleicht noch kurz auf der Karte, wo es ist. Ja, ja. Das ist. Nicht. Ja. Genau. Da. Ja, da. Also von den Koordinaten her ist es ungefähr 24,4, 25,1. Ja, genau. Also nicht. Ungefähr da, wo mein Mie steht. So. Und die nächsten beiden sind dann in der Höhle. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter hinfliegen. In der Hoffnung, dass die Drachen reinkommen. Ansonsten müssen wir kurz auf Terranod uns ausweichen. Also, bis gleich. Ja, noch kommst du unter mich? So, so, da sind wir wieder. Kurze Information, ich werde noch ein Links zu einem Video und in der Videobeschreibung reinmachen, wo es jetzt nochmal genau gezeigt wird, wo welche Höhlen sind und so weiter und so fort. Wir sind jetzt, Koordinaten kann ich gerade nicht viel sagen. Guckt mal mit eurer Lampe mal näher. Genau. Das wäre 25 Aua. 25, 40. Aua. Mach ich tot? Zwei Megalan jetzt mal. Blöden Mistviecher. So, 25, 40 ungefähr wäre das auf der Karte. Und das ist dann hier, ich glaube da mal ganz schnell rein. Batman. Nö. Ach. Genau. Kommt mit meiner Taschenlampe, Leute. Ich sehe nichts. Oh. Nee. Das wäre ein Piss. Wollen da Tiere wieder. Alter, ich habe Angst im Dunkeln. Ich glaube hier dann nochmal links. Nee, da sind wir im Kreislauf. Moment. Sorry, Entschuldigung. Ich glaube, das war eine andere Richtung. Warum geben wir Pla eigentlich die Karte? Pla ist unser Führer. Da hinten leuchtet was. Diese Pilze, da wo die Pilze sind. Achtung, das ist Megalan hier. Ja, schön. Wo denn? Direkt vorne? Ich sehe im nichts. Wasser? Ach da. Ja, dann gut. Habt ihr was zum Schießen? Ja, die Frage ist, welches Level das hat, weißt du, bevor du drauf schießt. Warte. Wenn ich da mal was. Ich mach das viel kalt. Ich sehe hier gar nichts, weil es dunkel ist. Aber Ding kriegen. Tollwut.
Ich sehe hier gerade gar nichts, weil es so dunkel ist. Ey, das Vieh trifft mich einmal und ich krieg Tollwut. Dann geh von uns weg. Ist die Zeit vorbei, geh von uns weg. Ist ja in Ordnung, also ich leide jetzt einfach. Geh von mir weg, du. Bleib bei dir. Warte, ich hab Probleme, helft mir. Nein, hilf dir selbst. Hilf dir selbst. Das müsste doch hier normalerweise bei. Komm mir nicht so nah. Bei den Dings doch sein, oder nicht? Sag mal, ich will nicht dein Freund sein, hau ab. Hey Leute. Nein. Wie weit ist es bei dir jetzt, Jano? Was denn? Hast du nicht einen Timer? Ja. 42 Sekunden. Boah, ich verliere ganz schön Leben, ey. Ich weiß, ja, das ist ja das Tollwut, da verlierst du Leben. Du spuckst ja auch rum, ey. Kannst du mal. Toxin aus dem Ding raus. Hab ich schon. Okay, gut. Kannst du mal aufhören rumzuspucken? Tut mir leid. Ich kann das nicht kontrollieren. Geh nicht so nach Randschild und nachher kriegst du es auch. Ja, genau. Bleib da mit einer Seuche. Hau ab. Ey, Perno. Komm, wir spielen Fangen. Ja, bleib bloß weg. Verstecken haben wir schon gespielt, fangen muss nicht sein. Warum? Das ist auch schön. Ja. Ja, mir geht's nicht so gut. Ja, das glaube ich dir. Wie lang noch? Plan auch mal nicht an. Na, nee. Nein, hau ab, ich umarm dich nicht. Also, ich weiß übrigens, wo lang, kommt mal mit. Ja, gut. Mach mal, machst du Licht an? Ja, und dann hier rechts lang. Oh Gott. Irgendwie ist Pernos Lampe heller als mit einer. Ja. Hast du die eingefärbt? Hast du gut erkannt. Nein. Jetzt hier links, guck mal da. Aber meine Lampe leuchtet halt heller. Ja, da ist es abpackt. Abpackt. Ich hab durch den Tollwut keine Stamina mehr. Abpackt. Dann warten wir kurz. Gut, ich lass es mal hier noch. Ich hab's. Hier ist auch Wasser. Den Tabla einmal nehmen. Du schaffst das. Echt, der hat die letzten beiden schon genommen. Achso. Ja, nimm's doch ruhig. Nö, ich bin so schon zu schwer. Ja, ihr meckert ja jetzt schon über mein Gewicht. Tja. Okay. Und dann darf ich nicht in eure Nähe kommen. Nein, du darfst nicht in unsere Nähe kommen. Das ist sehr, sehr einfach zu kriegen. Also hier in der Höhle hast du halt natürlich, okay, ab und zu mal einen Megalania oder einen Megalosaurus. Aber ansonsten kannst du das auch eigentlich ziemlich gut umrennen. Oder du hast einen tollwürdigen Perno. Ja, oder da solltet ihr mehr Acht drauf geben als die anderen Tiere. Du. Also das ist extrem. Ja, und das ist auch. Hui, okay, wir gehen jetzt. Das nächste Artefakt ist auch in dieser Höhle. Aber da laufen wir jetzt erstmal so hin, weil das müssen wir nämlich auch erstmal suchen. Alles klar, du bist gleich. Ja, bis gleich. So, das sind wir bei das nächste Artefakt. Und zwar bei Karte, ja, das ist halt, ja, Schicht zu sagen, ich glaube 20, 42, 43 ungefähr. So ungefähr, Pi mal Daumen. Und zwar da oben drinne. Und ich bin natürlich überhaupt nicht der Profi. Aber irgendwie schaffe ich das schon. Oh, ich hab's. Yeah, ich hab's zum ersten Mal geschafft. Und da ist das. Oh, du Kacke. Was denn? Da ist so ein Vieh. Wo? Was Tollwut gibt hinterm Stein. Ach, da hinten. Okay, oh ja, oh ja. Oh, da gibt's noch einen anderen Eingang. Guck mal, da drüben gibt's noch mal einen Eingang. Ah, ich geh da gerade aber jetzt nicht hin. Das Vieh ist mir so cool. Mach das Vieh tot, warte. Nee, du hast ja wieder Tollwut. Ja. Warte mal, erstmal kurz. Ist es schon weg. So, hast du mir das Licht? Wie ist es schon weg? Es ist da hinten um die Ecke gelaufen. Geradeaus weiter. Herno, nee, links von dir. Da ist so ein Steg. Aber ganz ehrlich. Hier ist ein Ei. Oh ja, das ist ein Ei, stimmt. Das ist Vieh. Du musst behaupten. Level 55, ich lasse es. Nein. Ja, eben. Aber ich könnte mich halt hochgraben und dann das Ding weg. Habt ihr das jetzt schon zweimal? Ja. Hey, lass doch mal die Fackeln an. Wir haben keinen Fallschirm, ne?
Au! Oh mein Gott, ich blinke! Haha. Ich habe noch 20 Leben. Warum machst du sowas? Nein, mir macht ja keiner hier Licht. So. Und das nächste wäre in der Highland, ne? Oder? Die nächsten. Also eins ist ein Drachenschlucht und dann die letzten beiden in den Highlands. Und die aus der Eis von der Ice Queen, also aus der Eishöhle und aus der Lavahöhle, die holen wir jetzt natürlich nicht, weil das sind wir noch nicht für gefeiert. Also das kriegen wir noch nicht hin. Das aus dem Redwood ist auch in Highlands, ja? Das meinst du? Ja, genau, ja, Entschuldigung, ja, genau. Ja. Im Highlands ist eins und im Redwood ist eins. Genau. Dann sehen wir uns da einfach gleich wieder. Jo, bis gleich. Jo. Jetzt sind wir hier in der Drachenschlucht. Ich denke mal, die kennt jeder, die Koordinaten brauchen wir nicht. Ja, können wir sagen, das ist ungefähr 29, 35 ungefähr. So Pi mal Daumen. Und zwar müssen wir hier auf der Brücke und dann immer geradeaus. Da ich Jesus bin, kann ich durch die Wand laufen. Ja, das ist irgendwie ein Grafikglitch oder sowas. Keine Ahnung, warum letzter. Und dann müssen wir immer weiter. Und noch eine kleine Information. Wir können mit unserer Flugsaurier hier rein auch drin fliegen, weil wir innen die Höhlen fliegen erlaubt haben. Ja, wobei hier, das hier ist ja keine. Ich weiß nicht, ob man hier auch so fliegen kann, weil das ist ja keine Dungeon-Höhle. Ja, ich sag's aber trotzdem. Aber ich glaube, in der Höhle, wo wir jetzt die letzten beiden Artefakte geholt haben, dort könnte man nicht fliegen. Und da ist das Artefakt. Und hier ist auch ganz viel Schlüppel. Und Salz. Und Salz, genau. Ja. Das ist das Artefakt. Weißt du, was ich gerade frage? Warum gehe ich eigentlich mit rein? Ich krieg ja eh keins ab. Artefakt ist Schlauz. Ja, doch, du kannst dir das doch nimm jetzt. Oh, guck mal, oh. Es bohrt nicht wieder neu. Ich krieg auch keins. Ja, weißt du, wie ich das nenne? Gerechtigkeit. Karma. Diese schwarzen Steine sind übrigens kein Ding Obsidian, das ist nur Stein. Es geht aber noch weiter runter, ne? Ja, da kannst du aber nur mit geduckt weiter und dann kommst du unten wieder raus. Ach so. Ganz unten kommst du wieder raus. Okay. Nicht zu empfehlen. Also wenn du irgendwie da dich quasi. Du könntest hier quasi versuchen reinzulaufen mit Kaktussuppe und könntest dann so versuchen ans Artefakt zu kommen, zum Beispiel. Ja, es gibt ja mehrere Brücken hier in der Schlucht. Mhm. Und du kannst sozusagen ganz unten. Oh, hier ist Alpha. Alpha! Hier ist oben. Über sieben Brücken sollst du gehen. Warte, ich musste kurz Distanz gewinnen. Über sieben Brücken musst du gehen. Okay, jetzt müssen wir Perno in den Arsch schrecken. Level. That's a good question. So, ich warte, ich regeneriere kurz Stamina. Oh, da fliegt was. Das zeigt mir nicht an, welches Level. Ist aber ein hübscher Alpha. Wo denn? Rechts. Ach, da unter mir, guck mal. Welchen Ampulsen? 160. 100, das wird schwer, ich glaube. Das schaffen wir. Wie viel Leben hat deiner? Glatt 38. Meiner hat 20.000. Und deiner, Perno? Da muss ich F drücken. 12. Ja, das schaffen wir locker. Wie viel Leben hat der? 38. Ja, gut, doch, okay, das ist, musst du halt richtig treffen mit dem Blitz, dann geht das. Haha, daneben, Arschloch. Daneben, Arschloch. Ja, das muss genetzt sein, ne? Au, 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 au. Daneben. Au, 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 au. Muss man aufpassen, dass wir nicht Shadow treffen, gell? Au, au, au. Kannst du mal auf die anderen gehen? Ich schieß dich doch gar nicht an, du Arsch. Ich kann noch zweimal schießen maximal und dann ist vorbei. Dann muss ich Stamina regeln. Und der Schuss hat jetzt nichts getroffen. Das ist super.
Und der trifft auch nichts. Okay. Also ich muss runter. Der hat gut getroffen, aber ich muss auch runter. Boah, wie hoch ist denn der? Ja, Shadow, lock dir mal ein bisschen runter, bitte. Da verknall ich ja schon die halbe Stamina, wenn ich zu dem fliege. So, er hat noch 24.000. Breit. Ah, fuck. Das war jetzt etwas doof. Ne, flieg mal weiter, bitte, Shadow. Wenn du das ja wieder so an dir hin und her fliegt, dann... Wäre auch nett. Oh, der war gut getroffen. Ich brenne! Nein, ich brenne. Ich hoffe, ihr habt euer Inventar leer. Claro. Oh, ich muss gleich runter. Jetzt musste ich abbrechen, sonst hätte ich dich getroffen. Ja, ein bisschen Leben habe ich noch. Aber ich habe vielleicht keine Stamina mehr. Ich habe, du kannst damit regenerieren. Ich zieh weg. Zieh mal zum Quetzen. Oder okay, oder du. Oh, der war gut, der Riffer. Wie viel damit hast du noch, Perno? Ich muss runter. Okay, dann nehme ich ihn, Ah, fuck, wart. Okay. Im Kreis. Okay, ich bin wieder da. So, jetzt geht's dann gleich drum, wer kriegt den Kill. Ach, nicht getroffen. Ja, du geh mal ein Stück weg. Hast du die Milch? Weiß ich nicht, aber ich sehe die Leiche noch hier flattern, also ich fliege gerade der Fleisch hinterher. Dann bringe ich die Milch jetzt schnell nach Hause, ja? Ja. Soll ich dir das Ei geben? Soll ich dir das Ei auch gleich geben? Ja, tu es in Drachen rein. Hast du alles im Drachen? Ich kann nicht im Drachen rein tun. Ach so. Nee, dann sorry, ich bringe ja schnell die Milch nach Hause, was ist vergammelt. Yay, okay. Dann wieder Level up. Ja, 5 habe ich gekriegt. 1. Oh, hier ist ein Giga. Level? Moment. 25. Ein Brecher. Schnell. Okay, Shadow, nimmst du noch auf? Da sind wir wieder. Und zwar... Pum, Karte. Ja. Ich glaube, das ist 23, 85, 86. Direkt hier in der Highlands bei der Brücke. Und da geht ja so eine Schlucht. Und da müsste das... Ihr macht euch zu dick. Da muss man echt gut hingucken, weil ich glaube, hier ist es. Ne? Jetzt ist natürlich auch, wird es auch dunkel. Ich mach mal Gamma 3 bei mir an. Und das ist auch wieder ziemlich gemein. Komm mal weiter vor. Schüttel. Ja, ich muss gerade mal Gamma machen. Dann sehe ich nichts. War echt gemein. Also rein kommt man so, raus muss man aber eine Picke mitnehmen, weil sonst kommt man wahrscheinlich nicht mehr raus. So. Um sein halt rein kann man so crouchen, aber... Die. Ne, geht auch.
Was sind das für eine primitive Picke? Steine wegmachen. Ja, ich brauche halt nicht so was Modernes. Ja. Wenn ich irgendwann mal sterben, ist es mir weg. Rückt mir also nichts. Oh, das habe ich auch nicht. Und das ist hier direkt hier vorne, das Artefakt. Und das nehme ich mit. Dazu ein Öl? Ja, das spawnt sich gleich sofort neu. Gerno, hier, wenn du willst, kannst du mitnehmen. Ne, ich will nicht. Ich bin schon. Was ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ach, Christa. Weiter oder? Ne, ich bin zu Christa. Nimm mal mit. Und ein Schlafsack. Ein Schlafsack. Rein und macht alles kaputt. Ja, ne? Das ist ein Schlafsack. Hier könnte ich mir mein Häuschen bauen. Ich frag mich nur, wir hatten den mit Teilen weggeballert. Ja, genau. Und vor allem ist wieder raus. Einfach. Also. Oh. So, und das war, also das ist wirklich sehr einfach. Ja. Entschuldigung, was? Und um seine Tat zu vertuschen, hat er einfach Steine vor die Höhle geschoben. Ja, genau. So, also das war jetzt hier wirklich sehr einfach und das nächste ist sogar noch einfacher. Man muss es nur finden. Können wir eigentlich gerade anlassen, oder? Ja, ja. Nämlich im Redwood Biome, direkt beim Roten Obelisken in der Nähe. Oh, das sind Pferde. Ja, das bin ich vorne. Muss ich nur gucken, wie man es findet. Es ist aber auch eigentlich nicht schwer, weil das ist, da ist so ein schräger Baumstamm und ein Fluss kommt unten raus. Also man sieht es auf jeden Fall. Man muss über diese Winter, über das Wintergebiet drüber und dann hinten kommt ja wieder normaler Boden. Und da ist es dann. Da ist doch Wasser hier. Guck da. Ah, da ist es, oder? Das ist es. Oder? Das ist das. Ja, da kommt auch der Baumstamm raus. Also es gibt jetzt hier verschiedene Eingänge. Wo seid ihr? Ich hab die Grappen und der. Ah, da. Na, also entweder hier unten rein. Oder hier oben finde ich ziemlich cool eigentlich. Ja. Ich kann da einen Drache durch. Ach komm, da gehe ich gerade zu Fuß durch. Alterabots. Ah ne, das, so oh, das ist so ein scheiß Polobia. Kein Terabot. Ja. Ich fliege noch einmal im Drachen. Ich gehe zu Fuß. Wenn ich hier durchkomme. Nein, komme ich nicht. Drache steht im Weg. Man sieht sogar schon von hier durch dieses Loch. Cool. Artefakt of the Brute. Ja. Yep. Auf Deutsch brutalen. Aus, ne? Bam. Da war voll unglücklich, dass zwei Meter ineinander gleich spawnt, aber das dritte Mal nicht. Das ein, vor allem das, das andere nicht zweimal hintereinander gespawnt ist, ja. Das ist Drachenschlucht. Das wundert mich eher irgendwie. Ich muss Perno hinterherlocken. Okay, ja, das war's jetzt, ne? Und ja, die anderen beiden Artefakte wollen wir uns. Entschuldigung, was? An mehr kommen wir jetzt erstmal nicht dran. Genau, die anderen wollen wir uns natürlich auch noch holen, aber da brauchen wir noch ein bisschen Vorbereitungszeit für die Bosse. Wobei, bei der Lava-Höhle muss man den Lava-Golem nicht unbedingt besiegen, um ans Artefakt zu kommen. Während hingegen bei der Ice Queen muss man es wohl. Ja. Gut. Okay. Dann war es das für diese Folge. Über einen Kommentar, Abo und gefällt mir allerdings, würden wir uns freuen. Und ja, wenn ihr euch uns nichts verpassen wollt, einfach mal die Glocke anklicken. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao. Ciao.